ich kann mit der Steuerung so nicht. Da ich diese ganzen Skills und so nicht sehe, das ist schon furchtbar, so ein bisschen. Okay, aber es schaltet einfach um, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Ja, was tun wir? Rechtsklick geht nicht mehr. Ach so, weil wir erst so machen. Warum? Ich war doch gerade. Hat sich jemand umgeredet, ja. Oder wer sieht uns? Wo ist denn noch ein Dritter? Hoffentlich nicht da oben, den treffe ich ja nicht. Ach, da oben, okay. Blöde Kick mal hier, ja. Na gut. Nice. Ich weiß nicht, ich will seine Magie eigentlich noch nicht benutzen. Meine Magie. Ich will eigentlich so wenig wie möglich einsetzen, falls noch was Großes kommt. Die könnten wir eigentlich reinschicken. Egal. Spurt ist halt nice, weil das halt ihren ganzen Zug verbraucht. Ich meine, sollst du doch herlaufen, was soll passieren? Ja, komm, komm du auch noch her. What? Da haben wir den einfach weggeschallert. Krass. I won't give in. Du kleiner Assi. On the victor's path. Sometimes the only way out is through. Hä? Ach, wo kommst du denn her? Warum ist es denn jetzt so dunkel? Never wanted the easy path. Sehe ich schlechter mit ihm? Damn, it's good to be alive. Sehe ich schlechter mit ihm, weil ich nur ein Auge habe? Das wäre ja witzig. Oder sehe ich schlechter, weil. Die ganze Zeit keine Skills benutzt und jetzt mache ich mir so blöde Bären, damit ich nicht mein Zeug benutzen muss. Ah, okay, es war so dunkel, weil wir kein Leben hatten. Na gut. Hä? Oh Mann, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Schön wieder da oben, richtig. Ach, ich hasse euch. Mist, Mann. Focus, strike true. Dann hörst du auch einfach da hingeklettert. Nice. Gut gemacht. Aber zumindest getroffen. Ich bin stolz auf dich. Ist das dein Ernst? Ist das dein Cock-Ernst? Ich schalle dich gleich weg, Mann. Ich kann da nicht hoch. Aber ich kann hinspurten. Zu dir spurten. On my way. Dann. Drei Mal Pilz. Gods, it's hot in here. So, und du gehst jetzt zu dem da. Der hat den mega Spurten. Knees high. Da ist ja noch einer. Let my enemies fall.
hat. Komm, dann mach du den weg. Dann kann Baumwald sich auf den Rücken kotzen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja meinen coolen Skill schon weg. Heilen wir uns eigentlich noch, wenn wir das hier machen? Tatsächlich. Nice. Springen wir einfach hin, dann sind wir schon mal da. So, den schallern wir weg. Natürlich. Der ist halt nicht getroffen. Krass. Warum kriegst du so wenig Schaden? Was ist denn dein Problem? Es ist so geil, dass man einfach Treppen runtersteigen kann. Oh, verzeih. Und hoch. Beste. Das sieht übrigens schon interessant aus hier. Stand da was? Aber das war eher was, das dahinter war, oder? Nicht das hier selber. Ich denke mal die Tür oder so. Aber hier war noch eine Kiste. No traps, please. Wow. Seems simple enough. Schade, dass sie nicht auf ihn reiten können. So, dann eine kleine Speicherung. Ich hoffe halt, die Druiden sind nicht... Heilsinn, ist der jetzt bei mir eigentlich im Camp oder ist der auf dem Weg zum Heilen gewesen? Ich hoffe halt, dass der Heil noch heil ist. Oh, Kampfer. Oh Gott. Stimmt, der Türsteher. Ich meine, ihr seid alle... Ja, doch. Das sind halt so viele. Nicht genügend Platz, nicht genügend Platz. Sie ist hier drüben, ganz klar. So, was können wir denn tun? Stoß wird bei dem nichts bringen. Gott, die werden uns alle wegschallern. Wie kriegen wir denn so einen Mann hier? Toll. Dollar. Fehlschlag. Geil. Oh, das sind so viele. Das ist einfach ein AOE. Die ist so MVP. Okay. Das ist halt jetzt echt ein Problem hier.
Oh Gott. Kann ich ihm irgendwie helfen? Das bringt mir halt jetzt gar nichts. Kann ich irgendjemand von euch schon mal so ein bisschen wegschallern so? Yes, sehr gut. Karlach, du bist ja so gut wie Deadman. Ich hätte ja mal Heiltrank gegeben sollen. Kannst du nicht noch Heiltrank geben? Still on my feet. Du kannst gerade nicht trinken, cool. Alright, Karlach, it's go time. Oh Mann. Aue hier wäre jetzt cool. Das wäre so traumhaft, wenn wir den jetzt irgendwie. Können wir mich irgendwie opfern mit einer fetten Explosion? My turn. Handy. Ja, hallo Momoma. Wie geht's dir denn? Stopp mal. Was war das? Ist noch alles Tutti? Man weiß es nicht. Sag mal, ob nicht mehr Tutti ist. Das müsste ja noch Tutti sein. Ach, Mann. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Das ja anschießen? Ja, bringt aber nichts. Wie ist es dir gegangen? Hört man mich noch? Sieht man mich noch? Läuft das Spiel noch? Da eben war ich kurz auf dem Spiel raus. Der Ton schmiert ab. Okay. So komplett oder nur jetzt kurz gerade? Weil jetzt gerade musste ich kurz, also wurde ich gerade unfreiwillig rausgetappt. Wir haben es jetzt gleich hinter uns. Ah, okay, cool. Ich habe gewusst, dass jemand da ist, aber ich habe nicht gesehen, wer es ist. Ach so, wir sind ja tot. Das ist ja jetzt unpraktisch. Wie fixen wir denn das Problem jetzt hier? Take my hand. Nein! Oh Gott sei Dank. Nein, jetzt haben wir nicht genug Bewegungsrate. Das ist süß. Ein bisschen können wir nicht schubsen. Mann! Ei, ei. Wir gehen trotzdem mal dahin. Oh Gott! Oh. Vor allem, er hat doch gar nicht zu uns geguckt. Warum? Ja. Ah, ratatat. Die OP hast du aber nicht gesehen, gell? Wie wir uns verschönern lassen haben. Oder besser gesagt, wie wir versucht haben, unsere Parasiten loszuwerden. Ah, okay. Das sieht man in dem VOD. Es war sehr wild. Okay. Also wir haben eine Chance, sie zu killen. Geht so. Also, ja, ein bisschen. Sagen wir, beim Versuch ist es geblieben. Und ich habe jetzt den Skill, dass ich Unsichtbares sehen kann. Mehr verrate ich nicht.
Tja. Ich weiß halt gar nicht mehr, wo war denn jetzt nochmal dieser blöde Raum vom Boss? Vielleicht, bevor wir jetzt rausgehen, suchen wir den gerade nochmal. Ich finde diesen Ochsen so cool. Warum kommt hier so eine Art Kampfmusik? Weißt du noch, wo dieser Raum war von diesem Obermacker da, den ich versucht habe zu wegbauchplatschern? Ich meine, wo kann der sich denn versteckt haben? Das hier ist ja nicht das ist der Raum. Das war ja ein extra Raum. Wer ist denn da? Da sitzt ja jemand. Den habe ich ja gar nicht gesehen bis jetzt. Jetzt bin ich ja gespannt, wo man da langläuft, um den da zu befragen. You are unable to speak. Ha! Ach, ist ja jetzt. Ach so, Moment. Hey, good looking. Time for a natter. Praise his ever bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubiet! You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as gormless as the rest of them. Wieso hat man euch in einen Käfig gesteckt? Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Wahrscheinlich meint er die absolute. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Ja, außer dass sie jetzt halt tot sind, aber. Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumming. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in air, praying to a real god. Okay, cool. Also hast recht da hinten, gell? Wo sind die denn da? Und warum sind die da? Lass mal Kader vorlaufen. What is it? Aber. Still breathing. Despite everything. Solange wir es noch können. Oh, I could go for a good meal. Ich hätte halt gerne nochmal geguckt, weil da hieß es ja, dass wir hinter einem Wasserfall oder so irgendwelche Schätze sind. Also wir haben ja da einen Raum gehabt, wo Gold und so drin war. Ist ja nicht so das, ne? Wir könnten auch hier die Trommel klopfen, dann ist bestimmt wieder Action hier. Aber wollen wir ja nicht. Zumindest nicht grundlos. Ich will ja so ein bisschen versuchen, die Kontrolle über das Geschehen zu haben. Klappt ja auch immer so gut. Aber wenn jetzt eh alle denken, dass wir die Dinger bloß haben... Vor die Hälfte deiner Verbleibe. Was macht das hier? Schild der Diener. Ich schätze mal, wir müssen das hier machen, damit die zwei frei werden und so. Also immer die, die halt da so gegenüberliegend sind. Du musst dich zum Wirken auf einen anderen Zauber konzentrieren. Du musst dich zum Wirken auf einen anderen Zauber konzentrieren. Wenn sich das Ziel konzentriert hat, gewinnst du Trefferpunkte in Höhe des Schadens zurück, den das Ziel erlitten hat. Ich glaube, da bin ich heute nicht schlau genug für. Stürme vorwärts und stoße alle Objekte und Kreaturen in deinem Weg 4 Meter von dir weg. Das ist wie dieses
Psionik-Dingsbums, was die sonst immer benutzen, ne? Verlagern. Kreaturen, die durch deine Aktion Fallschaden erleiden, erleiden zusätzlich. Okay. Bezaubern. Ja gut, das wäre halt, ja. Das ist eigentlich ganz nice. Attributenzug. Einmal pro Zug, wenn du einen Angriffslos ausführst, verringert der Angriff das entsprechende Attribut des Ziels um 1. Okay. Lampenfieber. Das ist eigentlich ganz nice. Hohes Risiko. Für sie eine Kreatur mit Macht, die heilt, wenn die Kreatur angreift, sie jedoch auch verwundbar durch alle Schaden sein macht. Das heißt, wenn man semi-sicher ist, dass sie damit hitten, 3 Züge lang, okay. Sollen wir das einfach mal lernen? Einfach testweise? Aber jetzt können sich die Leute beschweren, dass wir ja so böse und dumm sind und keine Ahnung. Okay. Ja, das ist nicht cool. Beschwöre um dich oder einen Verbündeten einen flüchtigen Schild, der dem Ziel 10 temporäre Trefferpunkte gewährt. Einzug was? Einzug benommen. Denke ich mal. Wenn ein Gegner im Abstand von bis zu 9 Metern rum. Na gut, wir gucken erstmal. Ach, da sind ja noch äußere. Ach Mensch, da ist ja noch was richtig Krasses am äußeren Ring. Na gut. Sehen wir jetzt hier. Fangen wir schon an zu zappeln, oder? Sehen wir nicht. Hier. Können wir mit dem Schleifstein was machen? Wahrscheinlich als wäre well, jetzt in. Well, well. Bringt nichts. Okay. So, hier ist noch Zeug. Oh Gott, jetzt geh doch da nicht. Ich bin Baumbart. Ich bin 3 Meter breit und guck durch jede Tür. Upsi. Das war ja jetzt richtig clever. Vor allem, warum ist sie denn dran? Aufpassen, dass sie uns nicht in den Abgrund schubsen. Coming through. So. Gurten und hoffen. Warum kann er denn trotzdem nur so wenig laufen? Boom. Denn ich bin Baumbart. Oh Mann. Können wir die ablenken? Wir warten einfach hier mal. Hey, ist das sogar geklappt? Okay. Also, kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, ne? Ziel ist blockiert. Denn ich bin Baum. Gehen wir aber mal aus dem Weg. Ja, ja, ist ja okay. Chill. Macht er das jetzt nochmal, oder? Nee.
Wow, das war ja der Sprung des Jahrtausends. Jetzt hau den... Noch habe ich meine Tiergestalt. Wow. Cool. Okay. Jetzt lass mich das doch anklicken. Okay, okay, okay. Hier ist übrigens ziemlich dunkel, muss ich sagen. Is that blood? No, never mind. Don't burn yourself. Marching. Ja gut, die haben wir jetzt weg. Sind hier eigentlich nicht irgendwo Heiltränke und so? Das wäre schon cool. Open up. Beziehungsweise, was heilt denn denn alles? Kann man auch einfach Essen essen? Wahrscheinlich nicht so, ne? Es geht ja alles immer nur, wenn man rastet. No one stopped me yet. Ich meine, Wiederbelebungsschrift dran haben wir ein paar. Wir haben noch ein blutiges Amulett. Auf so eine Säurefiole möchte ich nicht beißen. Apropos, wo sind denn jetzt... Achso, das sehen wir wahrscheinlich erst, wenn... Ich find's so geil. Achso, hä? Sackgasse, Mädels. So dunkel. Trotzdem Sackgasse. Have to keep going. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit ihm einen Kampf trigger, bin ich sofort dead. Also nicht dead, aber... Warte, das hier ist doch die Kiste mit dem Kram. Dann war das hier doch der Raum mit dem Obermacker. Aber hier ist doch gar kein Wasserfall. Das war aber der Schatz. Hier war der Schatz. Das heißt, da war der Dude. Hier war der Thron unten. Das ist also der ganz normale Raum da. Das heißt, mit Wasserfall und Büschen müssen die was anderes gemeint haben. Manchmal würde ich einfach gern irgendwo auf der Map hier so klicken können, sodass die dann einfach dahin laufen. Das wäre schon nice. Ich meine, zum hier rumlaufen ist der Controller wirklich praktisch. Ja, und fast Third Person hier. Ich wollte schon immer so ein Ochsen hinter dem Gesicht. Aber süß, wie man läuft ohne Heile einfach so und so. Warum beeilen? Hatte ich euch gar nicht gelootet? Ich habe euch gar nicht gelootet, Mensch. Oh nö, jetzt bist du überladen. Warte kurz, mach mal kurz hier Ordnung. So. Hier war doch noch ein Bogen. Cool. Der nächste Händler wird sich freuen. Okay, speichern wir nochmal. Und dann, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt raus, wenn wir jetzt hier, könnten wir hier die Tröte benutzen? Wir versuchen mal kurz. Klappt nicht, weil wir wahrscheinlich ein Tierchen sind.